Moin Moin und herzlich willkommen, da sind wir wieder hier, LS19 Nordfriesische Marsch, 2.3 kann man eigentlich noch sagen, keine richtige 2.4. Wir sind gerade auf unserem neuen Feld und wollen jetzt hier ein paar Silageballen pressen. Dafür müssen wir ihm jetzt eigentlich nur sagen, dass er sich einmal kurz den Kurs kopieren, von entweder, wenn wir den Big M schnell finden. Wieso haben eigentlich so viele Leute noch einen Kurs drin, fragt man sich, ne? Feldarbeit, Ballen pressen macht er. Warte mal. So sieht das nicht ganz so passend aus. Er will schon auf der zweiten Bahn scheinbar anfangen. Fangen wir wieder am ersten einfach an. Dann nimmst du hier vorne auch den ersten gleich. Ja, Silageballen für unsere Biogasanlage. Im großen Stil. Aber gut, das ist jetzt kein Feld 12, ne, oder kein Feld 4. Aber ich denke schon, da kommt eine ganze Menge Ballen zusammen. Das wird gut. Ich weiß nicht, warum er so früh anhält, weil der hat noch nicht, ist noch nicht so häufig gefahren. Ne? Hier ist aber noch Mischfutter. Was sollen wir mit so viel Mischfutter, wenn wir eh neues produzieren? Lass uns das doch verkaufen. Das ist doch sonst Verschwendung. Und er ist auch ein bisschen Verschwendung hier. Gärreste verkaufen von der BGA wäre noch eine Idee. Weil wir haben da, der sind immer voll. Ne? Und das sind auch ein paar tausend Euro, die man da liegen hat. Oh, der M hängt wahrscheinlich im Graben bei der ersten Runde. Weil die erste Runde ist natürlich mit Gräben halt echt schwierig. Kennen wir es klar. Oh ne, hier muss ja auch hin. Dafür haben wir aber auch noch keinen Crossplay, oder? Gärreste zu Dünger. Das Problem ist halt auch, da geht eh nur eine Ladung wirklich rein. Da merken wir, was wir schon wieder alles zu tun haben. Da ist noch gar nichts hochgekommen. Was ist mit unserem Hopfen? Sieht nicht gut aus. Hier noch nichts gewachsen ist. Vor allem jetzt bei der Feuchtigkeit. Aber es würde ja sonst irgendwo in der Feldübersicht zu sehen sein, dass es nicht funktioniert hat, ne? Keimung fehlgeschlagen oder was auch immer. Und dann heißt es Vollgas ansehen. Schnell nochmal raus aufs Feld und versuchen noch zu retten, was zu retten ist. Hätte fast noch ein bisschen Gülle mitnehmen können, ne? Aber egal. 800.000 Gärreste, ja. Aber Gärreste bringt halt auch so im Standardverkauf nicht viel Geld. 100. Also 80.000, wenn wir alles verkaufen. Müssen aber ihm erstmal helfen, dann holt die Ballenpresse gleich ein. Abfahrer entlassen. Frage ist, macht die Ballenpresse den gleichen Quatsch mit? Wahrscheinlich schon, ne? Interessant wird auch, wie viele Ballen kommen da tatsächlich zusammen. Ich überlege gerade, macht man eine Düngerproduktion hier bei der BGA, aber da muss man den Mist immer irgendwo rankarren. Das hilft uns ja auch nicht weiter. Und ich glaube tatsächlich, dass wir diese beiden kleinen Felder noch mitkaufen. Wobei das natürlich auch klassisch gesehen eigentlich Felder sind, wo man mal irgendwelche Produktion vielleicht noch hinstellt. Die kleinen, krummen Grasfelder. Aber mit Hilfe von Kursplay sind die ja auch schnell gemacht. Also da brauchen wir uns ja gar keinen Kopf machen. Immer noch keine Pferde, ne? Ich glaube, die sind auch noch nicht besser geworden. Noch gibt es, glaube ich, kein Update von den Pferdehelferkosten. Die sind ja aktuell noch nicht interessant, einfach weil sie viel zu teuer sind. Gut, Fast Track hat seine Aufgabe dort erledigt.
Das passiert aber halt nur bei der ersten Runde, aber wir haben dafür auch nichts übrig, ne? Aber das ist halt das Thema Weiche, ne? Oder hier Schafe. Kanten. Ich weiß gar nicht, ob wir so viel Mist noch rankriegen. Also es kann sein, dass die Düngerproduktion bald ein bisschen zum Erliegen kommt. Das ist dann aber auch nicht so schlimm. Wenn wir für eine kurze Zeit verkraften können. Wir müssen mal unseren LKW von hier wegholen und Ballen sammeln. Der ist ja auch für Ballen. Noch geht er ja für Ballen, ne? Also der hier auf jeden Fall. HD-Ballen, Rundballen. Also wenn der auch HD-Ballen kann, ne? Wie viele hunderte Ballen passen darauf, bitte? Ah, ich glaube, die 1,30er waren das. Aber ich würde natürlich erstmal vorne machen. Ja, das finde ich nach wie vor komisch, warum? Also sonst macht er alle Felder zu Grasfeldern und hier vorne macht er irgendwie ein normales Grasfeld zu einem anderen Feld. Was denkt er sich, der KI-Helfer, Bauer, was auch immer hier, der Eigentümer der Felder? Keine Ahnung. Nicht erklärbar. Aber wir gucken mal, wie viel Silage wir da rauskriegen aus dem Feld, ansonsten sind wir halt echt frech und kaufen gleich die nächsten Felder rundherum. Schön ist ja, glaube ich, sobald wir jetzt einmal gemäht haben, können wir auch direkt dann danach den Düngersteuer rüber schicken, damit wir da auch Düngerstufen kriegen. Ich meine, ne, dieses Feld da drüben. Bisschen spät rumgelenkt. Ich hatte sonst Angst, dass der zweite Trailer da irgendwie an der Brücke festkleben bleibt. Ja, ich sehe schon die Kommentare. Viel zu groß, geht nicht, blöd. Sorry. Ich weiß es ja immer. Ja, nachdem der jetzt ja für Paletten gut war, wollen wir mal gucken, ob er sich auch für Ballen gut eignet. Das ist einfach nur, damit wir da, wenn er gleich vom Vorgewende fertig ist, mit Beilen und mit Mähen, dass er nicht blockiert wird, ne? Durch wessen Vorgarten bin ich da gerade gefahren? Wer wohnt da vorne noch? Ich glaube, das ist noch frei. Also hier sind noch ein paar schöne Hütten frei, muss man sagen. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Wer will schon direkt, ne? Wo doch, da vorne wohnt auch direkt jemand an der Tanke. Kann immer schon mal rübergehen, ne? Je nach welche Bedürfnisse man so hat, decken. Brötchen holen. Alter, voll verkeilt hier hinten. Long Vehicle, ja. Doppel Long Vehicle ist das sogar. Aber da kommt halt. Oh, guck mal, die Ballenpresse ist direkt hinter uns. Das passt auch ganz gut. Aber das passt so nicht. Ich weiß nicht, wir können den aber auch, glaube ich, nicht verschieben oder so, ne? Doch, wir können so ein bisschen nach hinten verziehen. Doch, der ist nämlich so einer. Das war sehr gut. Jetzt haben wir den ein Stück nach hinten verschoben und jetzt liegt er nicht mehr so nah dran, der hintere Trailer. Jetzt kann er sich nicht mehr ganz so schnell verkeilen. Hoffen wir mal. Ich glaube, da wir zwei Anhänger drin haben, sehen wir auch nicht wirklich, was hier reinpasst. Schade. Aber nicht so schlimm. Und die Ballenpresse haben wir gemerkt, die funktioniert auch ohne, dass sie im Graben hängen bleibt. Zwei Vorgewände dürfte reichen, wenn man das so sieht. Und dann können die hier gleich Gas geben. Das ist richtig gut. Dann haben wir endlich wieder ein bisschen Silageballen für die BGA. Aber es wäre ja cool, wenn man das auch... Der hat ja so eine Funktion, dass man seitlich abladen kann, hoch, runter auch einstellen kann. Je nachdem, wie hoch, runter man die einstellen kann, kann man natürlich einfach mal
4 Lagen, wenn das gehen würde, ich weiß nicht, ob das gehen würde, 4 Lagen praktischerweise in die BGA da reinhämmern. Wäre praktisch. Aber die müssen ja noch reifen, ne? Wie ist das denn noch? Kann ich das Gerät daran halten und sehe das dann auch, oder wie ist das? 8 Uhr. 2 Ingame-Tage braucht das Ganze. Das ist wichtig, dass wir mal endlich damit anfangen. Hot 2 Ingame-Tage. Aber so in Ordnung. Finde ich jetzt nicht, oh, scheiße, schlimm. Nö, es ist gut. Muss man nur wissen, ne? Ich glaube, es hat auch schon mal jemand in die Kommentare geschrieben, aber ich habe schon wieder verdreht, dass es 48 Stunden sind. Also wir werden erst im Frühsommer, bevor ich mal ausgehe, dass das nächstes Frühsommer kommt, am zweiten Tag, wird das erst hier fertig sein. Krass. Da muss man viel geschickter planen, aber das finde ich gut, dass es nicht sofort fertige Silage ist. Wäre in Wirklichkeit ja auch nicht so. Jetzt kommen sich alle ein bisschen hier in die Quere in der Ecke, wa? Und der Big M ist nicht so für Höflichkeit, Warten und so. Kennt er nicht. Aber ich finde, so nutzen wir auch das Schlechtwetter ganz gut, ne? Leerpaletten haben wir echt alles ziemlich gut aufgefüllt aktuell. Nächster. Naheliegendster. Ja, Zwischenfahren, glaube ich, lohnt mit dem Ball noch nicht. Das macht ja eh keinen Sinn, haben wir jetzt gemerkt. Weil die werden ja eh länger brauchen, bevor sie fertig sind. Ich würde nur wieder ein bisschen hier wegfahren. Wie praktisch, wie viel wendiger wir jetzt hinten sind, ne? Da hätte man ja vorher drauf kommen können, dass man den Anhänger verschieben kann oder den Dolly darunter. Das andere sind alles Rapsfelder hier eigentlich? Was gibt es hier noch so zu kaufen? Ne, 9 ist ein großes Haferfeld. 7 und 5 ist Raps. 13 ist auch Raps. 500.000. Ja, könnten wir uns alles leisten, ne? 22, 28, 13. 3 natürlich auch, aber ich glaube, 3 war irgendwie verfaultes Zeugs drauf. Warum sollten wir verfaultes Zeugs kaufen? Das macht keinen Sinn. Das machen wir lieber nicht. Ich sehe natürlich auch so ein bisschen schwarz für Heu. Aber wir haben eine Heu... Also ja, okay. Oder sollen wir eine Heutrocknungshalle kaufen? Am Hof. Wir haben eine Menge Platz am Hof durch das Wegreißen von den Ställen, dass wir eine Heutrocknungshalle bauen. Obwohl Heu eigentlich ziemlich leicht sein soll jetzt mit Season. Also ich... Müssen wir gucken. Zur Not ist das halt so ein Ding, wo wir sagen, okay, wir nehmen eine 500.000 dafür auf, schnell an Kredit. Und zahlen das später wieder zurück. Dann könnten wir jederzeit machen. War's. Aber gut, das funktioniert hier. Lass uns den Anhänger mal wieder leer machen und gucken, ob wir es hinkriegen. Muss ein bisschen Mist rausholen hier vorne. Na klar, wir haben gar nicht viel Mist. Wir hatten das ja letztens schon abgeholt. Die produzieren zu wenig Mist. Aber wir können das auch nicht nachlegen, weil wir keinen... Ach, das war auch schon der zweite. Weil wir kein Stroh haben, ne?
Und mit dem Dünger verkaufen macht keinen Sinn, dann nehmen wir lieber den größeren. Ich fahre den zurück in den Stall, also hier in die Halle. Da, wo wir noch hergeholt haben sogar. Ja, die haben schon relativ feste Plätze. Das sind die Kleinbeinpresse und ein Beinsammelanhänger. Erstmal wieder Pause. Wir werden ein bisschen Dünger verkaufen, weil wir haben zu viel. Aber ich glaube, wir werden nur 2 Ladungen verkaufen, ne? Dann sind 10 über und da wird noch Neues produziert. Ich glaube, das passt. Dafür haben wir aber auch keinen sauberen Kurs. Wenn ich Düngerlager eigentlich reinbringe und dann erst um, aber es ist auch immer irgendwie so ein Doppelmobbel-Dings ums da. Wir können ja während der auffüllt erstmal schauen, wo Dünger überhaupt gut ist. Reifeisen auch. Reifeisen ist echt ein guter Abnehmer hier. Kann man nicht meckern. Lass uns mal kurz nochmal die Tiere checken. Also die haben 16.000 Gülle, 7.000 Mist. Da sind 50.000 Gülle. Ich glaube, morgen machen wir das. Morgen haben wir 2 Folgen, dass wir einen Gärreste-Verkaufskurs einrichten. Also wir holen noch einmal Gärreste hier für die Düngerproduktionsstätte. Oh, was ist, ah, jetzt ist er auf dem Bein auch. Echt jetzt? Ja, eher in seine Lackierung, ne? Das ist echt ungünstig und jetzt sieht es auch komisch pixelig aus, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen übertrieben. Dann müssten sie an dem Mod nochmal ein bisschen was machen. Aber okay. Trotzdem finde ich, klappt das ganz gut. Denn da verkaufen wir wieder. Ja, und das andere müssen wir uns echt mal überlegen. Ich denke schon, dass wir da noch weitere Felder kaufen sollten. Ich danke fürs Zuschauen. Morgen machen wir weiter. Schon um 12, morgen Mittwoch, ne? Bis dann, danke euch. Und tschüss.